Leute, der Fortnite-Hype will ja einfach nicht aufhören und deswegen zeigen wir euch heute die heftigsten Fortnite-Bauwerke, die ihr je gesehen habt. Und an dieser Stelle bitte ich euch ganz ruhig, damit sich keiner aufregt, abonniert diesen Kanal und tretet der GNG bei. Ja, da habt ihr wieder gedacht, es gibt hier wieder Knall und Feuer, ne? Ja, tretet der GNG bei! Fangen wir an mit der Nummer 10 und einer riesen... Ja, was sind das überhaupt? Lamas! Fangen wir an mit der Nummer 10 und einer riesen Lama-Familie auf Wanderschaft. Frag mich nicht wohin, aber sie ist auf Wanderschaft. Wie gesagt, keine Ahnung, wo die Lamas hinwandern. Ich weiß aber, wo ihr hinwandern solltet. Und zwar am 1.12., also am nächsten Samstag, bei der nächsten Folge Catchers in Berlin. Da gibt es nämlich als Hauptgewinn eine Xbox One S im Starter-Bundle. Und natürlich viele coole Trostpreise. Also Leute, 1. Dezember, tragt euch in den Kalender ein und sucht uns in Berlin bei Catchers. Wo auch immer sie hinwandern, das offizielle Wappentier von Fortnite darf in unserer Liste natürlich nicht fehlen. Warum eigentlich Lamas? Wisst ihr es? Schreibt's mal in die Kommentare. Die Lamas sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus und sind den Machern auf jeden Fall gelungen. Der einzige Unterschied zu ihren pinken Artgenossen, die in der Wildbahn von Battle Royale rumlaufen, ja, sie geben keinen Loot ab. Cool ist es trotzdem. Und die Nummer 9. Diese abgefahrene Riesenpyramide hier wurde mit unfassbaren 40.000 Materialien gebaut. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ja, da fragt man sich doch, wie lange die da wohl dran gesessen haben und ob sie sonst keine Hobbys haben. Auf jeden Fall gibt es einen Daumen hoch von uns dafür, denn die Pyramide sieht ziemlich krass aus. Weiter geht's mit der Nummer 8 und einem richtigen Meisterwerk, Leute, wie man sonst nur aus Minecraft kennt. Und zwar hat der YouTuber Sunny Evans, auf jeden Fall hat dieser YouTuber ein Wasserschloss in Loot Lake gebaut. Und Leute, das Ding kann sich sehen lassen. So hat er sich am Ufer von Loot Lake ein verdammt nices Schloss aus Holz und Stein gebaut. Inklusive hohen Aussichtsturm, Bootsanleger und allem, was man sich so in einer Burg vorstellen kann. Und angeblich soll er das Ganze in einer Stunde gebaut haben. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Machen wir weiter mit der Nummer 7. Und Leute, jetzt haltet euch fest und schaut euch einfach mal an, wie episch dieses Schiff aussieht. Jetzt mal ganz im Ernst, ich möchte jetzt schon fast sagen, dass es eines der geilsten Bauwerke ist, die ich je gesehen habe in Fortnite. Eigentlich ist es nur schade, dass man mit dem Schiff nicht über den Loot Lake fahren kann oder so. Mich würde es auf jeden Fall nicht wundern, wenn irgendwann Epic Games sagt, dieses Schiff, das bauen wir dauerhaft in Fortnite ein als Lucky Ship, die Stars. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 6 und dem Fußballstadion. Ja, ich weiß, eigentlich hat Fortnite Battle Royale ja schon ein Fußballstadion, aber anscheinend war das den Erschaffern dieses Bauwerks so ziemlich egal. Also hat er sich gedacht, ich baue jetzt erstmal die gesamte Tribüne rund ums Fußballstadion ab, um sie dann wieder neu aufzubauen. Warum, man weiß es nicht. Aber die viel wichtigere Frage ist doch, Leute, warum habt ihr noch den Gipfel nicht mehr, John? Und warum halte ich Brody in der Hand? Wir haben noch ein paar Shirts und Hoodies auf Lager. Sprich, wenn ihr heute bestellt, sind die Sachen auch 2-3 Tage später bei euch. Und die Nummer 5. Auch Donald Trump findet Einzug in Fortnite, beziehungsweise das Haus, das er momentan bewohnt. Das Weiße Haus in Fortnite mit den Fortnite-Baumaterialien nachgebaut. Und ja, Leute, es sieht einfach nur krass aus, wenn ihr mich fragt. Verantwortlich für dieses Kunstwerk ist der YouTuber Gattu. Aber, Leute, ist euch vielleicht was aufgefallen? Das Haus ist gar nicht weiß. Hä? Verstehe ich nicht. Und wir machen weiter mit der Nummer 4. Und keine Sorge, Leute, wir kommen jetzt nicht als nächstes mit einem Fortnite-Spieler, der Trump nachgebaut hat, wie auch immer das gehen soll, sondern kommen zu etwas, was viel leichter zu verdauen ist. Wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen, Pokémon ist ja gerade wieder in aller Munde. Das liegt am neuen Spiel Pokémon Let's Go für die Switch. Da haben wir uns gedacht, schauen wir doch mal nach, welcher Fortnite-Spieler irgendetwas mit Pokémon umgesetzt hat. Und ja, natürlich gab es auch hier wieder verrückte Leute, die die krassesten Sachen gebaut haben, aber ganz besonders beeindruckt hat uns dieses Bild hier. Hier kann man, wenn man von oben schaut, Lumanda erkennen. Ach ja, Leute, ihr fragt euch immer noch, was das hier genau ist? Dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Ja, Leute, nachdem die Einkaufswagen in Fortnite eingeführt wurden, sind die Leute ja nicht mehr nur noch zu Fuß unterwegs, sondern können jetzt mit Einkaufswagen und mittlerweile auch mit so Buggies durch die Gegend fahren und sich viel, viel schneller fortbewegen als sonst. Und deswegen haben sich die Macher dieses Kunstwerks hier die Aufgabe gestellt, eine Mario Kart Rennstrecke zu bauen. Der Parcours trägt den Namen Tilted Track. Und wenn ihr mich fragt, ist er ziemlich geil geworden und ich glaube, ich drehe da jetzt auch mal ein Röntchen. Und ja, Leute, das Gameplay-Video mit Mario Kart-Musik im Hintergrund macht das Mario Kart-Feeling dann halt die Schnauze. Alex hat abgedreht, ich bin noch nicht fertig. Dann noch ein bisschen Mario Kart-Musik in den Hintergrund und das Gameplay-Feeling ist komplett. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2 und dem wohl epischsten Bauwerk aus unserer Liste. Dem trojanischen Kuchen. Ja, Leute, die Erschaffer dieses Bauwerks haben sich gedacht, ach weißt du, trojanisches Pferd, das war gestern. Heute gibt's das trojanische Küken. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1.
und Godzilla oder so ähnlich. Was genau es darstellen soll, wissen wir nicht, aber tatsächlich hat es sich trotzdem die Nummer 1 verdient, denn schaut selbst. Wir sehen hier eine Mischung aus einem Godzilla und Beine und einem Kopf und zwischendurch dachte man auch, es könnte vielleicht auch ein Hochhaus... Mensch, ja, aber dann war es doch eher wieder so ein Vogel mit, ja Leute, was es genau ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Hier könnt ihr euch jetzt noch 11 Promis anschauen, die im Gefängnis sitzen. Auch ein ziemlich spannendes Video zum Anschauen, einfach mal anklicken. Ansonsten war es das für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.